präsentiert Unter der Haube mit Guido und Luigi. Wir alle kennen Guido und Luigi als Teil der ersten Boxencrew des Piston Cup Champions Lightning McQueen. Um zu verstehen, wie die beiden dorthin gekommen sind, reisen wir in den Süden, ins wunderschöne Italien. Bella Italia, in der Heimat, Onkel Topolino! Luigi, Guido, che bello rivedervi! Alles begann in Topolinos Reifenladen. Onkel Topolino war ihr Lehrmeister, der Guido und Luigi alles beigebracht hat, was sie über Reifen und das Leben wissen mussten. Weißt du, wann Guido und Luigi haben gearbeitet für Mike? Sie haben immer gestritten, wegen allem. Ist ja kein Problem. Wir alle ab und zu haben einen Streit. Vor allem bitte die besten Freunde. Guido und Luigi haben sich später einen Traum verwirklicht. Mit ihrem eigenen Reifenladen. Nicht in Italien, sondern in der kleinen Stadt Radiator Springs. Direkt an der legendären Route 66. Der italienische Stil in Verbindung mit einem Auge fürs Detail war ihr Schlüssel zum Erfolg. Als das Reifenbusiness geboomt hat, waren auch sie am Höhepunkt ihres Erfolgs. Aber als die Interstate gebaut wurde, ging alles schnell den Bach runter. Von einem auf den nächsten Tag blieben die Kunden aus. Alle nahmen die Schnellstraße und kamen so nicht mehr nach Radiator Springs. Die meisten haben daraufhin die Stadt verlassen. Aber einige wenige, so auch Guido und Luigi, sind geblieben und hofften auf bessere Zeiten. Zu dem Zeitpunkt ahnten sie nicht, dass die Stadt und ihr Laden durch keinen geringeren als Lightning McQueen gerettet werden sollte. Er brachte die beiden Leidenschaften von Guido und Luigi zusammen. Reifen und Rennen. Alles, was sie jetzt brauchten, war eine Möglichkeit, um sich an der Strecke zu beweisen. Guido, es ist soweit. Die ganze Welt blickte auf sie und der Druck war unfassbar hoch. Aber sie haben nicht enttäuscht. Von da an wurden Guido und Luigi zu Schlüsselfiguren in der Rusty's Boxing Crew, die Lightning McQueen zu 4 Pisten-Cup-Titeln verholfen hat. Boxestop. Mit dem Team sind sie um die ganze Welt gereist und kamen sogar zurück nach Italien, nach Porto Corsa an der italienischen Riviera. Aber ihr Stolz und ihr Zuhause wird immer Radiator Springs sein. Das ist der glorioseste Tag von meinem Leben.